Sie sind hier, 6. Juli 2018, 18.54 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Auch gegen Belgien wird Neymar im Fokus stehen. Urheberrecht Getty Images. Belgien hofft mit einer veränderten Startaufstellung gegen Brasilien auf den großen Coup im Viertelfinale. Neymar führt erwartungsgemäß die Seleção an. Angeführt von Superstar Neymar geht Brasilien ins Viertelfinale gegen Belgien, 20 Uhr im Live-Ticker. Seleção-Trainer Tite muss gezwungenermaßen auf zwei Positionen umbauen. Für den gelb gesperrten Casemiro rückt Fernandinho ins defensive Mittelfeld. Und für den verletzten Danilo kehrt der wiederhergestellte Marcelo ins Team zurück. Auch Belgiens Trainer Roberto Martinez nimmt zwei Veränderungen vor. Die beiden erfolgreichen Joker Marouane Fellaini und Nasser Chadli beim 3:2 gegen Japan im Achtelfinale rutschen in die Startelf der Red Devils. Die taktische Ausrichtung der Belgier ist dadurch einen Tick defensiver. Zumal Linksaußen Dries Mertens zunächst nur auf der Bank sitzt. Auch Yannick Carrasco ist nicht von Beginn an mit dabei. twitter.com/FIFA-World-Cup-Unterstrich-Status-10157892283342723. Die Aufstellung Brasilien, Belgien. Brasilien, Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus. Belgien, Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witzel, Fellaini, Chadli, De Bruyne, Lukaku, Hazard. So können Sie Brasilien, Belgien live verfolgen. TV im ZDF-Livestream in der ZDF-Mediathek, Live-Ticker auf sport1.de.